guck doch mal, hey, was ein schief frisierst du. Hey, sind die Huren geschnitten worden, Dauerwelle und die Monsleute rasiert worden. Hey, und den Riemen ist das Messer scharf gemacht worden. Abgezogen worden. So war das. So war das, abgezogen worden. Ja. Und guck doch mal da, was ein Apparat. Sieht ja gefährlich aus. Ja. Was hat man dann da damit gemacht? Das war sicher auch. Das war eine elektrische Lockewickler-Hasmacher. Ach du Lebezeit, hat man doch hierher dann noch Horn auf dem Kopf. Das war sicher auch nicht. Jedenfalls sind die Locke hier noch in so einer Haub gedrängt worden. Da haben dann die Weibsleute stundenlang drinnen gesessen, bis die Hure endlich trocken waren. Und schwätzen konnte sie auch nichts, weil sie dauernd den Motorhund gehört haben. Das war natürlich schlecht, weil ja. Man nicht einmal die Neuigkeiten erfahren konnte. So yes. Was haben wir dann hey, alles in den Glasschrank drin? Hey, sind die ganze Schönheitsgeheimnisse drin. Mhm. Düfter, Hurnudler und Brennschienen. Die hat man früher ins Ofentierchen gelegt, bevor man fort ist und hat sich da damit Welle gebrennt. Und um zu wissen, dass es nicht so heiß ist, hat man eine Zeitung zusammengefaltet und ist mit der Schier hat man da hingeperzt. Und da hat man dann gesehen, wie heiß die Schier ist. Und hat sich dann Welle gemacht. Also, man kennt schon so, nach der ganzen Traktur, die man als Frau dann durchgemacht hat, wer schön sein will, muss leiden. Frisch unterleert gehen wir jetzt auf die Hochzeit. Und das in Schwarz? Ja. War das so üblich gewesen? Das war so üblich bis in die 20er Jahre. Ach, die, nicht nur der Mann in Schwarz, ach, die Frau in Schwarz. Die Braut trug Schwarz. Edel, edel. Ja.